Mein Bündchen ist jetzt gestrickt. Ich habe dazu, glaube ich, den halben Tag gebraucht. Ich zeige euch mal eben, wie viel ich da jetzt so. Ja, das passt so ungefähr. 7,5 cm. Mehr möchte ich da gar nicht dran haben. So, jetzt muss ich mal eben hier meine andere Seite der Stricknadel wiederfinden. Und jetzt legen wir dann mal los mit dem Muster, mit dem Hauptmuster. Ich habe es hier rechts von mir liegen, kann also wunderbar ablesen, was jetzt los ist. Ich hoffe, ich rutsche nicht aus dem Bild. Also, Randmasche rechts. Die Randmasche ist immer so ein bisschen doof. Sie will immer noch nicht. Das kommt, weil die Kamera jetzt läuft. So, jetzt eine Masche rechts abheben. Eine Masche stricken und die abgehobene wird drüber gezogen. Dann kommen zwei Maschen rechts. Eins, zwei, ein Umschlag und zwei Maschen rechts. Das war schon der ganze Budenzauber. Wir wiederholen. Eine Masche rechts, eine abheben, eine rechts stricken, abgehobene über die gestrickte ziehen, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Ja, so schnell kann das Muster funktionieren. Und wieder von vorne. Eins rechts, eine abheben, eine rechts stricken, abgehobene drüber ziehen, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Und dann immer wieder wiederholen. Eine rechts, abheben, stricken, abgehobene drüber ziehen, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Und von vorne. Ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Ich stricke einfach nur mit euch. Und in der letzten Masche rechts, da steht ja zwei Maschen, oder ich habe hier stehen zwei Maschen rechts. Davon ist die zweite die Randmasche schon. So, jetzt ist das hier eine rechts und die zweite davon ist die Randmasche am Ende der Reihe. Ja, und das wiederholt sich jetzt die ganze Reihe, ne? Okay, dann, wenn ihr am Ende der Reihe seid, dann macht ihr eure rechte Masche als Randmasche. Dann wendet ihr, und habt das jetzt so, der Faden ist da natürlich, ups, der Faden ist natürlich dann dahin zeigend. Dann strickt ihr eine Masche rechts, die restlichen Maschen werden alle links gestrickt. Links habe ich euch gezeigt, wie beim Bündchen.
zwei rechts, zwei links. Und dann am Ende der Reihe wieder alle, am Ende der Reihe die letzte Masche wieder rechts. Also Rückreihe, eine rechts, alle anderen links, am Ende der Reihe eine rechts. Das war's. Und das wiederholt ihr dann dreimal. Hinreihe, was ich euch gerade gezeigt habe, eine rechts, eine abheben, eine rechts abheben, eine rechts stricken, abgehoben, überziehen, zwei rechts, ein Umschlag, zwei rechts. Die Rückreihe, eine rechts, alle anderen links, Ende der Reihe, eine rechts. Und das eben halt, jetzt haben wir's, stricken wir es ja einmal, dann noch zweimal. Und dann komme ich mit Reihe 7 wieder. Bis dann!